Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Dark Souls 3. Dem heutigen Tutorial geht es um das, wie erkenne ich eine Mimik? So, ihr habt das schon oft bestimmt mal so eine Kiste gesehen, habt ihr gedacht, ist es eine Mimik, ist es keine, kann ich die aufmachen, ohne kämpfen zu müssen? Und zwar zeige ich euch jetzt, das ist eine Mimik. Und zwar, es gibt da genau zwei Sachen, auf die man achten sollte, dass man es auch erkennt. Und zwar die eine Sache, schaut mal genau hin. Ah, seht das. Und zwar, sie öffnet sich leicht. Das ist das erste Anzeichen schon, dass es eine Mimik ist. Und das zweite, wo ihr es immer sofort seht, ist diese Kette hier. Zeigt bei einer Mimik immer nach vorne. Wenn es keine Mimik ist, zeigt diese Kette nach hinten. Also immer schön aufpassen, dann erkennt das sofort, dann rennt er nicht hin, macht sie auf und ihr werdet auf einmal gefressen. Nur auf die Kleinigkeiten achten, genau, jetzt öffnet sich die Kiste wieder und dann geht sie wieder zu. Genau, und jetzt werden wir die mal töten. Und zwar, ich mache das immer so von hinten. Mit einem aufgeladenen Stoß. Genau, und dann noch gleich schön schlagen, was geht, dass sie gleich schön wenig Energie hat. Aufpassen, dass euch nicht greift. Passiert manchmal, mir auch. Genau. Ganz vorsichtig. Wir machen nämlich groß Aua. So, und schon ist sie down. Oh, und schauen wir mal, was da drin war. Drachentöterblitzpfeil. Okay. Okay, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem kleinen Tutorial. Und zwar, wie erkenne ich eine Mimik? Dann könnt ihr jetzt einfach, braucht ihr nicht mehr so vorsichtig sein, könnt ihr euch das sofort anschauen und dann wisst ihr sofort, was los ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Weitere Tutorials werden auf diesem Kanal zu Dark Souls 3 natürlich folgen. Bis dann, ciao.